Was wurde eigentlich aus Rick Pepino? Früher durfte der erste Ehemann von Heidi Klum auf keinem roten Teppich fehlen, schlug mit dem Topmodel auf jeder Party auf. Heute ist es eher still geworden um den Starfriseur. Regelmäßig steht er in seinem kleinen Salon im New Yorker Viertel Nolita. Es ist ein Künstlerviertel zwischen dem hippen Soho und dem ärmlichen Chinatown. Nur ein kleines Schild an der Tür verrät den Patrick Melville Pepino Salon. Und hier steht der 53-Jährige nicht nur mit seinem Namen für einen. Er selbst bedient die Kunden, föhnt, werkelt mit dem Lockenstab. Der gebürtige Australier ist sich nicht zu schade, in seinem eigenen Salon neben seinen Angestellten normal zu arbeiten. Auf Society-Events und roten Teppichen sieht man den dreifachen Vater hingegen nur noch selten. Ich bin da sehr selektiv geworden, sagt er zu bunte.de. Lieber verbringe ich meine freie Zeit mit meinen Kids. Das High-Society-Leben, das er damals mit Heidi geführt hat, scheint er satt zu haben. Heidi und Rick waren von 1997 bis 2002 ein Paar. Über Heidis angeblich neues Liebesglück Vito Schnabel sagt er: Ich freue mich für die beiden, ist doch toll, wenn sie glücklich sind. Und ich wünsche ihnen jedenfalls alles Gute. Klingt ganz so, als hätte er nach der Scheidung mit Heidi seinen Frieden geschlossen.